So, hallo meine kleinen Hobbitze und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King, Folge 44. Und ihr seht, es ist der 25.06. abends um 6:30. Das heißt, ich bin wieder etwas fitter, um jetzt noch ein paar Folgen aufzuzeichnen, als das letzte Mal. Da war ich ziemlich am allerwertesten. Okay. Oh. Bisschen mit den Fans schreiben. Ranida können wir, wenn wir es nicht vergessen, unterwegs mal lesen. Denn, wie wir das letzte Mal festgestellt haben, fehlen mir sehr viele Flugpunkte. Und die holen wir jetzt. Ich hatte mir überlegt, ob ich die ohne euch hole. Aber wieso sollte ich euch da verschonen? Mitgehangen, mitgefangen. Aber ich glaube, ich kann die Kameraentfernung noch ein bisschen weiter einstellen. Wo war das? Warte mal. Konnte irgendwo die Kameraentfernung? Nicht beide hoch. Ja, das ist es nicht. Wo war das denn? War das hier? Kamera hier. Kameraentfernung. So. Hoch. Ja. So kommt es doch schon viel besser. Viel mehr Übersicht. Sehr gut. Ja, ich habe mir gesagt, warum soll ich euch da verschonen? Deswegen werde ich euch auch die letzten zwei Folgen gezeigt haben, wenn ihr diese seht, auch wenn sie ein bisschen langweiliger sind, weil, meine Güte, es gehört halt nun mal dazu. So ist das Leben. Manchmal ist es eben etwas langweiliger. Es ist nicht immer gleich interessant. Wobei es dann natürlich auch im Wesentlichen darauf ankommt, wie man sein Leben befüllt. Ja. Das ist das, worüber ich gerade wieder nachgedacht habe. Weil ich ja in 2 Tagen wieder ein Interview habe mit jemandem und mir auch da wieder einige Fragen natürlich überlegt habe, ein bisschen Background-Informationen zusammengesammelt habe vorhin. Und dann morgen die Fragen noch rausschreiben werde, zusammenstellen werde. Und da habe ich mir auch gesagt, ja, werde ich ihn auch fragen, wann bei ihm, oder vermutlich werde ich ihn fragen, wann bei ihm so der Zeitpunkt gekommen ist, an dem er sich darüber bewusst geworden ist, dass das Leben endlich ist. Ja, also, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben. Man sagt ja, bei jungen Menschen ist es so, dass sie daran keinen Gedanken verschwenden, dass sie denken, sie sind unsterblich und sie würden für ewig leben. Aber irgendwann im Leben eines jeden Menschen kommt eben der Zeitpunkt, wo man sich seiner Sterblichkeit bewusst wird und wo man sich darüber bewusst wird, dass man das Leben nutzen sollte. Ja, und nicht verschwenden. Und da würde mich interessieren, wann da bei ihm der Zeitpunkt war und wie das so abging. Also ich glaube, es könnte ein sehr, sehr interessantes Interview werden. Ich freue mich schon sehr drauf, weil er ein sehr interessanter Mensch ist. Und ja, nebenbei habe ich jetzt heute noch die Sendung für morgen vorbereitet im Radio. Da wird es wieder sehr, sehr viel Musik geben. Dazu 3 Interviews, ein Bericht, all diese Sachen. Dann habe ich noch bei 2 anderen Künstlern angerufen für die neue Saison dann ab September. Weil jetzt fängt ja langsam auch die saure Gurkenzeit an, was so die Künstlerauftritte angeht. Juni, Juli, August ist meistens sehr, sehr dünn. Also die Saison, kann man sagen, geht von September bis Mai. Ja, das sind dann die meisten Auftritte. Vor allen Dingen im Herbst und im Winter. Ja, also man merkt, ab März wird's schon etwas dünner. April, Mai geht dann noch. Juni wird dann noch sehr viel dünner. Und im Juli, August muss man schon gucken. Da kommen dann mehr die Festivals, also die Open Airs. Da gibt es dann alle möglichen Festivitäten und dann muss man eben schauen, ob da Leute auftreten, die interessant sind für einen. Und wo man sich vorstellen kann, eben ein schönes Interview zu machen oder einen schönen Bericht drüber zu schreiben und solche Sachen. Ja, und nebenbei habe ich auch immer die Kleinen noch im Blick, ja, und versuche die eben ein bisschen auch ins Radio zu bringen dann und ja. Ist genug zu tun. Ja. Man muss wirklich gucken, dass man sich zwischendrin mal ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, Junge, jetzt mal
bisschen langsamer. Na, denn, wie gesagt, ich habe es schon so oft erzählt, man sieht im Endprodukt nicht die Arbeit, die tatsächlich drinsteckt. Ja, weil einem natürlich die ganzen Vorbereitungen so abgehen, kann ich euch wenn man helfen? Darüber nichts sieht. Und davon nichts sieht, so Geschichtenerzähler. Hier haben wir den Flugpunkt. Yo! Triskets Sherwin-Klippe. Das könnten wir auch mal machen, die Sherwin-Klippe. Stimmt, das könnte für uns sogar noch eine Idee interessanter sein. Aha. Schnitterklaue. 1000 EP. Naja, so viel ist nicht. Wir nehmen es mal mit. Wir werden es einfach mal mitnehmen. Mehr als irgendwann abbrechen müssen, können wir es ja auch nicht. Ne? Blaulaubknollen werden wir wahrscheinlich abbrechen. Dann, weil die sind ja in den Todesminen. Quatsch, Todesminen. Ah, in Höhlen des Weglagens. Und was ist hier? Haben wir doch schon. Also gibt's doch nicht. Ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Vor allen Dingen auch, weil ich jetzt gerade nicht so die allzu große Lust habe, in Höhlen des Weglagens zu tanken. wieso bin ich nur Tank geworden? Ich weiß auch nicht. So. Kann ich behilflich sein? Rache des Captains, Terramor, nehmen wir es mal mit. So. Nachnamegebühr, ein Kupfer, what the fuck. Naja. Wollen wir mal reinschauen, was da drin steht? Schauen wir mal rein, was drin steht. Vielleicht. Soll ich? Tolles LP, bin ein Riesenfan. Wenn's mal Hilfe bei Gruppe Quest brauchst, müsst bei mir. Ja, danke dir. Ja. Eine Frostwolf-Tasche für einen Kupfer, nehme ich an. Und Kümmelbrandwein natürlich als alter Säufer hier. Ah, sehr schön. Ach so, ich soll mal als Stammzuschauer grüßen. Das tue ich hiermit. Ich grüße alle Stammzuschauer. Ich erzähle euch ja oft, dass ich mich über jeden netten, vernünftigen Zuschauer freue. Und das ist natürlich immer noch so. Und dass ich der Meinung bin, dass meine Zuschauer, zumindest die meisten von ihnen, eine sehr hohe Sozialkompetenz haben. Also das stelle ich immer wieder fest. Ich habe sehr tolle Zuschauer. Es gibt natürlich Ausnahmen drunter, das ist klar. Ja, es ist überall ist mal ein faules Ei dabei. Aber das soll uns nicht kümmern. Na, denn ich mache die Let's Plays hier ja für die Leute, denen sie gefallen. Und alle anderen, fahrt zur Hölle. So, Antwerp des Raptorenhorn. Nee, wie gesagt, das ist... Mir wäre das zu viel Zeitverschwendung, ganz ehrlich, mich mit etwas zu beschäftigen, was mir keinen Spaß macht. Oder was mich nicht interessiert oder was ich langweilig finde. Aber, meine Güte, wenn die Menschen zu viel Zeit haben, dann... Ja... kommt's wohl dann darauf hinaus, dass sie auch Dinge machen, die sie eigentlich nicht machen würden, weil sie ihnen nicht gefallen. Ich glaube, die Raptorenhörner, die gab's aber nur unten. Ich glaube nicht, dass die bei denen gab. Ich hau mal einen zum Testen um, auch wenn er hier unterlevelig ist. Siehste. Und ich soll meinen Spott, wo habe ich denn meinen Spott eigentlich hin? Ah ja, das ist mein Spott, ne? Rechtschaffene Gedönse. Warte mal. Achso, nee, Moment, ist nicht mein Spott. Was rede ich denn? Wo habe ich denn meinen Spott? Ah, hier, Hand der Abrechnung. Ah, stimmt, genau, mit 30 Meter Reichweite ist gut zum Pullen. Da habt ihr recht, habt ihr mir ein gutes... gute Anregung gegeben, wieso kann ich den nicht plündern, hat gar nichts dabei, oder was? Hier, die Hand wurde ja lange Zeit als minderwertiger Spott betrachtet, weil sie eben 8 Sekunden Abklingzeit hat. Der normale Spott vom Krieger hat ja nur 3 Sekunden, wenn ich es noch richtig weiß. Na. Aber gut, also für mich ist nach wie vor der Paladin, was Gruppentanken angeht, sehr gut.
wenn es gelingt, die Gruppe zusammenzuziehen. Ja, also immer schön hinter die nächste Ecke stellen, warten, bis sie kommen und dann Weihe drauf. Aber es braucht eine disziplinierte Gruppe, wie bei allen Tanks. Ja, wenn die schon anfangen, hier Damage drauf zu machen, bevor der Tank die Viecher hat, dann ist es ärgerlich für den Tank. Und das war auch ein Grund, warum ich nie so gerne Tank gemacht habe. Weil halt mit zunehmender Spielzeit, eigentlich wurde es von Add-on zu Add-on schlimmer, dass immer mehr vorausgesetzt wurde, dass der Tank schon die volle Akku hat, 2 Sekunden, nachdem er die Mobs gezogen hat und die DDs quasi sofort Damage drauf machen können. Und ich kenne es halt wirklich noch aus einer Zeit, wo die Damage-Dealer gewartet haben, einige Sekunden, bis der Tank die Akku hatte und dann erst drauf. Ja, und zu der Zeit, wo ich eben noch sehr viel und sehr aktiv gespielt habe, war das so, dass man aufeinander Acht gegeben hat. Ja, dass man nicht gegeneinander gearbeitet hat, sondern miteinander. Als Team. Und leider Gottes ist das von Add-on zu Add-on weniger geworden. Dass die Leute nicht mehr im Team gearbeitet haben, sondern jeder für sich. Und das fand ich immer schon etwas befremdlich und das war dann auch ein Grund, wieso mir WoW irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Weil ich dann auch gesagt habe, nö, das muss ich mir jetzt auch nicht unbedingt geben hier. Im Wettrennen mit meinen Damage-Stealern dann hier zu tanken. Tabu. Das ist ja nicht unbedingt notwendig. So, wir wollten uns hier noch ein bisschen viel Bumm drehen, um die 10% natürlich noch auszunutzen, aber wir kriegen ja sowieso doppelte EP bis Level 60. Aber ein bisschen mehr schadet nicht. Auch wenn es sehr lange braucht, um hoch zu stacken. Aber okay. Kann ich eigentlich buffen, ohne dass er aufhört? Ja, wenigstens. Jetzt schauen wir mal, ob er über 60 Minuten geht. Ich glaube nicht. Das ist so normalerweise die Obergrenze für solche Buffs. Na, ja, gleich wissen wir mehr. Ja, 60 ist Maximum. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Und wir werden natürlich runterreiten nach Camp Taurayo und uns da auch noch den Flugpunkt holen. Heute ist eine Flugpunktfolge. Und eben gegebenenfalls, was wir unterwegs noch so treffen. Das könnte was zerfressen. Könnten wir möglicherweise mal in der Schlacht vermisst, machen wir auf jeden Fall. Das geht nämlich rubbel die Katz. Von daher nehmen wir das natürlich gerne mit. Wie lange geht denn das Feuerfest noch? Ah ja, noch ein bisschen. Mal schauen. Das ist, da wir uns ja nicht auf dem offiziellen Server befinden, verfolge ich diese Events eigentlich nicht so wirklich. Ja, wenn halt was zwischendrin da ist, mit Flammen austreten oder so, dann nehme ich das schon mit. Aber dass ich jetzt wie auf dem offiziellen Server da wirklich hinterher bin, das eher nicht. Wobei ich am Ende auf dem offiziellen Server auch nicht mehr so dahinterher war, weil du einfach... ja, ich sag mal, es ist sehr schwierig, wenn du wirklich was zu tun hast im Real Life, in WoW die ganzen Sachen auf die Reihe zu bekommen, ja. Weil du einfach irgendwann einen gewissen Perfektionismus entwickelst, gerade was Sammelzeug und so angeht. Du steckst unheimlich viel Zeit rein. Ich kenne Leute, die stecken da ihre komplette Freizeit rein. Und ja. Finde ich nicht so pralle für mich jetzt, weil ich mir halt sage, okay, WoW wird es nicht ewig geben, irgendwann werden die Server abgeschalten. Und dann hast du nichts mehr davon, was du reingesteckt hast. Und da ist es schön, wenn man was Nachhaltiges macht, wo man noch was davon hat. Wenn man jetzt Let's Play macht, kann man sagen, okay, da hast du auch noch was, wenn die Server abgeschalten sind, weil die werden ja nicht schlecht. Ja, aber trotzdem ist es ein zu arger Aufwand. Ich habe es ja schon öfters erzählt, ich war früher ja ein sehr, sehr aktiver WoW-Spieler, bis zu 16 Stunden am Tag gezockt. Ja. Und da ging das dann. Wobei man fairerweise sagen muss, dass es auch noch eine Zeit war,
in der das Rufformen beispielsweise extrem zeitaufwendig war. Das haben sie abgeändert mit den Wappenröcken, dass man dann von jeder beliebigen Fraktion eben mit dem nötigen Wappenrock in Instanzen Ruf sammeln kann. Das ist durchaus schon ein Vorteil. Und man kann inzwischen auch als Casual Player in WoW durchaus Erfolge haben. Ja. Wenn auch jetzt natürlich nicht so viele wie die Leute, die wirklich dann 2, 3, 4 bis zu 7 Mal in der Woche raiden gehen. Aber das wäre mir zu viel. Ja. Ich habe früher sehr viel Spaß gehabt während Lich King, weil ich da eine sehr tolle Raid-Gruppe hatte, die einfach sehr freundschaftlich miteinander unterwegs war und das Ganze sehr locker gemacht hat und wo wirklich eben Leute drin waren, die auf die anderen noch Acht gegeben haben. Ja, das war eine Gruppe, die hat miteinander geschafft und nicht gegeneinander. Und da hat es dann durchaus Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil man gemerkt hat, dass die Gruppe eben zusammengekommen ist wegen der Menschen, die in der Gruppe waren und nicht wegen den Erfolgen. Ja, es gibt in WoW leider Gottes immer mehr Gemeinschaften, wo im Prinzip der Mensch scheißegal ist und beliebig austauschbar ist und wo es nur eben darum geht, das Spiel zu maximieren, also den Erfolg im Spiel zu maximieren und möglichst schnell voranzukommen. Und wer da dann nicht reinpasst, wird halt rausgekegelt und durch irgendjemand anderen ersetzt. Und da bleibt eben die Menschlichkeit auf der Strecke und das hat mir nicht so gefallen. So, und deswegen ist auch das WoW inzwischen eigentlich nichts mehr für mich, weil ich auch gemerkt habe, ich habe nicht mehr die Zeit dafür. Ich habe dann am Ende nur noch in der Garnison und habe dann in der Garnison einmal am Tag meine Sachen geleert und irgendwann habe ich mir auch gesagt, komm, das kannst du doch jetzt auch nicht sein. Oder? Das kannst du jetzt auch nicht sein. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann schaust du doch lieber nach Spielen, die Spaß machen, die vor allen Dingen natürlich auch ein Ende haben. Die Hohmauer dann da drüben. Und das macht im Endeffekt dann auch mehr Spaß, finde ich. Vor allen Dingen, wenn halt dann auch der Arschlochfaktor nicht so hoch ist. Weil leider Gottes bei Multiplayer-Spielen gibt's halt immer Leute, die versuchen anderen Menschen das Spiel zu verleiden, das Spielvergnügen kaputt zu machen und so. Und das hast du halt beim Singleplayer nicht. Ja, beim Singleplayer kannst du so spielen, wie du spielen möchtest. Und das finde ich auch was ganz Wichtiges, ja, dass man so spielen kann, wie man spielen möchte. Deshalb, ja, muss man sagen, die MMOs haben da schon ein bisschen was kaputt gemacht, beziehungsweise die Multiplayer, weil damit natürlich auch die Menschen dann kamen, die angefangen haben, anderen zu erzählen, wie sie richtig spielen. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, man soll so spielen, wie man Spaß daran hat zu spielen. Und ja. Ich meine, klar, wenn man eine Gruppe ist, dann muss man sich immer ein bisschen nach der Gruppe richten. Das ist logisch. Man kann jetzt nicht hier Leroy Jenkins-mäßig durch die Gegend rennen, weil es einem Spaß macht. Das ist okay. Ja, da muss man schon etwas mannschaftsdienlich spielen. Aber ja, sagen wir mal, nehmen wir mal einen Bundesliga-Manager als Beispiel zum Spielen, ja. Ich habe Zeiten gehabt, da hat es mir Spaß gemacht, eine Mannschaft richtig zu managen, aufzubauen und so. Und es hat mir Spaß gemacht, auch eine Zeit lang zu cheaten mal und zu sagen, okay, ich erschaffe mir jetzt 1 Milliarde Euro und tue einfach so, als wäre ich ein Oligarch und kaufe mir irgendeine Drittligamannschaft. Ja, und model die so richtig auf, hol mir alle möglichen geilen Spieler dann in die Mannschaft und erobere Europa, so gesehen. Ja, und das hat Spaß gemacht. Und das ist okay, denn viele Menschen vergessen, das Spielen soll in erster Linie Spaß machen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Aber dann kommen halt die Leute so, du hast ja gar nicht richtig, du hast ja beschissen oder so. Ja, mein war jetzt bei mir nicht der Fall, aber im Normalfall kommen dann so die Sheriffs an und sagen, du kannst kein richtig. Und vergessen, dass wirklich der Spaß im Vordergrund steht. Und wenn mir das Spaß macht, da mit einem Cheat beispielsweise mir diesen oder jeden Vorteil zu verschaffen und das meine Fantasie anregt und mir Freude bereitet, why not? Das
ist auch so eine Sache, die mich immer wieder sehr traurig macht, wenn ich Menschen sehe, die sich Spaß versagen, weil sie der Meinung sind, das würde nicht in ihr Alter hereinpassen. So, oh, für diesen Spaß bin ich schon zu alt, das kann ich jetzt nicht machen. Und dann versuchen sie möglichst erwachsen zu sein und ja. Und irgendwann sind sie 50, 16 und sagen, oh, hätte ich doch bloß. Ja, und dann ist es zu spät. Und deswegen habe ich mir zeitnah gesagt, dass ich nur noch Sachen machen werde, die mir Spaß machen und die mein Leben bereichern. Ganz einfach. So. Wie gesagt, natürlich, es gibt Grenzen. Ja, man kann alles machen, solange man niemand anderem damit wehtut. Aber ich meine, das sollte selbstverständlich sein unter zivilisierten Menschen. Aber, naja, ist es leider oftmals nicht. Aber gut. Wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, es gibt eben solche und solche. Die werden vielleicht auch irgendwann noch aufwachen. Erwachsensein bedeutet nämlich nicht, dass man mit dem Stock im Arsch rumrennt. Sondern Erwachsensein bedeutet beispielsweise, dass man eine gewisse Ethik hat. Ja, einen gewissen moralischen Kodex auch. Und dass man beispielsweise auch auf Kleiner nicht rumhackt. Ja, auch das bedeutet Erwachsensein. Dass man sich aus falschem Schamgefühl etwas versagt, was einem Spaß macht, oder weil man denkt, man ist dafür zu alt, das bedeutet nicht Erwachsensein. Das ist einfach doof. Ja, ja. Aber ich glaube, ich habe euch das alles schon erzählt. Kommt vor, dass ich mich wiederhole. Aber auch das ist nichts Schlimmes. So. Gut. Was allerdings schlimm ist, ist, dass die Folge zu Ende ist. Oh mein Gott, 22 Minuten. Das bedeutet, wir sehen uns morgen wieder zur Folge 45. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr zuschaut. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.